Super cooler Hack für den Beatbreaker, wende ihn auf Vocals an. In diesem Beispiel erstelle ich als erstes mehr Slices. Dann ziehe ich jeden zweiten Slice auf ein anderes Sample. Das klingt dann so. Im zweiten Schritt betonen wir die Offbeats noch etwas über das Volume. Anschließend bauen wir über den Tab Repeat noch ein paar Wiederholungen ein. Zu guter Letzt pitchen wir noch ein paar Samples über den Tab Time. Mit etwas Hall und Delay klingt das Ganze im Mix dann so. Viel Spaß damit!